Dies ist eine Mumpitz und Glitzer Podcast-Produktion. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann empfehle uns weiter oder bestell dir eins unserer fabelhaften Shirts. Weitere Infos zu anderen Projekten und wie du uns unterstützen kannst, findest du unter mainzgas.de. Bei Mumpitz und Glitzer, Folge Nummer 13 mit dem Wolf. Wolf ist 44 und aus Langen. Hallo, Wolf. Hallo. Wer ist Wolf für die Leute, die dich nicht kennen? 44 Jahre. Ich arbeite auf einer Bank, bin dort als Wissens- und Service-Manager, wo wir aber gar nicht wissen, was das eigentlich letztendlich ist, tätig. Wir sind immer noch in der Findung und insofern ist das ganz interessant. Ja, in meiner Freizeit lese ich gern, höre gern Musik und schaue wahnsinnig gern Serien aller möglichen Art und habe einen Partner, mit dem ich jetzt seit 3 Jahren zusammen bin. Wir werden jetzt im November hoffentlich, wenn alles klappt, zusammenziehen. Und ansonsten bin ich ein aufgeschlossener, freundlicher Mensch, will ich mal sagen, eher ruhig und ich versuche immer gelassen zu bleiben. Das funktioniert nicht immer, aber meistens dann doch. Und das ist im Grunde genommen eigentlich, wie ich mich so charakterisieren würde. Wie war deine Kindheit? Meine Kindheit, die war sehr behütet. Ich erinnere mich, oder im Nachhinein denkt man ja immer, es ist alles so schön gewesen. Wahrscheinlich, wenn ich in dem Moment zurück wäre, wäre es nicht so schön. Aber generell muss ich sagen, habe ich eine sehr behütete Kindheit gehabt. Meine Mutter, wie das halt damals so üblich war, in den 70ern noch, ist zu Hause geblieben und hat sich also ganz der Erziehung von mir und dann 4 Jahre später kam noch mein jüngerer Bruder auf die Welt, uns beiden gewidmet und da natürlich auch viel Zeit investiert. Wir sind halt auf dem Land in der schönen Wetterau in Bad Nauheim aufgewachsen. Ja, also rundum würde ich sagen, sehr behütet und vor allen Dingen auch mit dem Gefühl, zum einen geliebt zu sein, auf der anderen Seite aber auch mit dem Gefühl oder mit dem Anspruch meiner Eltern, uns zu einer größtmöglichen Selbstständigkeit zu erziehen. Wenn du dich labeln würdest, würdest du dich schwul, lesbisch, trans etc. labeln? Wenn, dann keins von all dem, sondern wenn, dann eher queer. Ich finde den Ausdruck eigentlich ganz gut, weil er viele Sachen zusammenfasst. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte oder wenn jemand mich fragt, du bist schwul. Ja, also jetzt sage ich mal nicht Schwule, die man jetzt irgendwo trifft. Merkt man gar nicht, dass du schwul bist. Dann sage ich, ich bin irgendwie anders. Ja, und queer ist für mich so ein Begriff, der fällt genau da rein. Oder man rutscht sehr stark rein, zu sagen, schwul ist etwas, was sehr eng umschrieben ist. Ja, also oder Typ, in Anführungsstrichen, typisch schwul. Ja. Was bedeutet denn queer für dich dann? Queer heißt, da passt eigentlich alles mit rein. Das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen verrückt. Ja, also sich nicht irgendwie. Mich als queer zu labeln, ist eigentlich gegen queer, ja, weil eigentlich soll das kein Label sein, ja, oder das ist der Grund, warum ich sage, nee, ich bin nicht schwul, oder, sondern ich bin queer, weil es so ein bisschen rausfällt und es ist ein bisschen verrückt und es ist einfach anders als schwul. Es geht ein Stück weiter über, sage ich mal, die Definition von schwul. Es hat auch was Alternatives durchaus. Und für mich ist es immer so ein bisschen, queer ist so das Gegensätzliche. Ja, weil schwul ist schwul, lesbisch ist lesbisch, transgender ist transgender, aber queer ist irgendwie, man kann super schwul und super unschwul sein und das alles gleichzeitig. Man kann auf, was weiß ich nicht, House Music stehen und aber gleichzeitig auf alte Musik, ja, aus Mittelalter, Renaissance und so weiter. Also es ist für mich ein sehr weiter Begriff und vor allen Dingen Begriff von
Gegensätzen, die sich eben halt meistens, wenn man von schwul oder lesbisch, also in diesen Kategorien denkt, per se erst einmal, ja, also das heißt ja nicht, dass alle Schwulen nur schwul sind, ja, aber erst einmal ausschließt, ja. Wo man denkt, naja gut, der ist schwul, ja, der steht bestimmt auf Hausmusik, und wenn man um die Ecke kommt und sagt, ja, ich war letzte Woche auf einem Konzert irgendwo im Kloster, und dann gucken sie einen allen immer an und denken sie, ja, wie, was? Das, das sag ich, ja, geh nicht nur in die Disco. Ja. Wobei es aber, glaube ich, eher ein Problem ist, wie generell die Label, die Schwule und Lesben für sich mal etabliert haben. Das war, glaube ich, anfangs auch ganz anders, als man das vielleicht heute in der Gesellschaft oder im allgemeinen Sprachgebrauch sieht. Mhm. Mhm. Wann hattest du dein Coming Out? Mit 19. Und wann hast du gemerkt, dass du schwul bist? Ich sage mal, das wusste ich, glaube ich, schon immer irgendwie. Ich konnte es als Kind, glaube ich, nie beziffern, weil natürlich nie da zu Hause darüber geredet wurde. Das war ja nicht irgendwie ein Thema, was man beim Mittagessen besprochen hat. Kam dann erst, glaube ich, auf in der Schule, als man eben auch Sexualkunde hatte im Biologieunterricht und solche Definitionen erst einmal gegeben wurden und wusste vorher überhaupt dann jetzt damit anzufangen. Bei wem hattest du dich geoutet? Bei meinen Eltern. Auch so ein bisschen bei meinen Kollegen. Das kam natürlich erst mal später. War bei meinen Eltern, das war eine ganz witzige Geschichte, weil ich hatte jemanden kennengelernt und ich habe meiner Mutter immer erzählt von, also wir hatten dann entschlossen irgendwie, dass das wohl eine Beziehung sei. Und ich erzählte meiner Mutter immer von meinem Freund. Und sie fand das alles ganz toll und super. Und ich dachte noch, mein Gott, wunders, wie cool meine Mutter ist. Bis wir eines Tages mal ein Gespräch geführt hatten, wo mir im Laufe des Gesprächs klar wurde, dass sie nicht wirklich verstanden hat, was ich gemeint habe. Mhm. Und sie hat es dann so ein bisschen abgetan. Und dann habe ich jemand anders kennengelernt, als meine Eltern und mein Bruder im Urlaub waren. Als ich zurückkam, habe ich sie eben mit dieser Realität konfrontiert. Und das war dann schon etwas ganz anderes. Das war ein bisschen schwieriger. Und es ging eben dann auch so weit, dass ich zeitweise zu Hause ausgezogen bin, weil wir uns so überhaupt gar nicht mehr verstanden haben. Also es war nicht so, dass sie mir gesagt hätten, sie hassen mich oder sowas. Ja, also mit meinem Vater hatte ich sowieso nie so ein Verhältnis, weil der in meiner Jugend halt damit beschäftigt war, für die Familie einfach zu sorgen und Karriere zu machen, um noch mehr Geld zu verdienen. Und den habe ich in meiner Jugend eigentlich fast gar nicht wahrgenommen. Und als dann mein Bruder da war, hat er eher mit dem ein Verhältnis aufgebaut als mit mir. Und ich war einfach so mit meiner Mutter eigentlich ganz glücklich. Die war ja auch immer da und wir hatten dieselben Interessen und haben sehr viel miteinander gemacht. Ja, plötzlich war dann eben halt ein Bruch drin. Ja, ich glaube, es kam einfach alles so auf einmal. Es war so ein Abnabelungsprozess. Es war ja eben das Coming Out. Ich glaube, auch viel bei meinen Eltern oder bei meiner Mutter war es so, dass sie sich überlegt hat, ob sie irgendwas verkehrt gemacht hat. Ja, alle waren sehr angespannt. Und daraus ergab sich eben dann die Situation, dass man sich viel öfter gestritten hat und dass es eben nicht mehr so schön war. Und irgendwann musste dann einfach mal ein Schnitt her. Und den haben wir dann auch gemacht, oder den habe ich gemacht, indem ich einfach dann zu meinem damaligen Freund gezogen bin. Und nach, ja, ich will sagen, 3 Monaten oder sowas, also wir hatten auch gar keinen Kontakt, hat mir das eigentlich so ein bisschen gefehlt. Und ich habe dann zu Hause angerufen, habe mit meiner Mutter geredet, habe ihr erzählt, dass mir das schon sehr fehlt und ich es sehr schade finde. Und dann hat sich das so ergeben, dass sie das auch gesagt hat. Und dann bin ich also wieder zu Hause eingezogen. Thema wurde es jetzt nicht. Großartig, ja, es wurde erstmal nur so hingenommen. Erst im Laufe, also ich bin dann, das war alles kurz vorm Abitur. Und nachdem ich das Abi hatte, bin ich dann wirklich von zu Hause ausgezogen in eine WG. Und dann fing das an, sich alles so zu normalisieren. Ja. Und seitdem funktioniert es eigentlich wunderbar. Und seitdem gab es auch keine Probleme mehr? Nicht Probleme in dem Sinne, wo ich sage, dass
ja, wäre jetzt eine unüberbrückbare Kluft gewesen. Mhm. Ja. Natürlich, mein Vater, der hat noch einige Jahre daran zu knabbern gehabt. Ja, wir haben auch selber so nie darüber gesprochen. Ich kenne das immer nur aus Erzählungen von meiner Mutter, wenn sie dann gesagt hat, ach, und ich freue mich so, dass der Wolf mit dem und dem zusammen ist. Also wenn es dann mal eine etwas längere Beziehung war. Mhm. Und dass der Wolf so einen netten Freund hat. Und also die Kommentare meines Vaters waren dann halt immer so in die Richtung, naja, bei ihm wäre es lieber gewesen, ich hätte eine Freundin. Aber im alltäglichen Umgang hat er mich das nie spüren lassen. Mhm. Er hat mich nie offen abgelehnt und also auch meine Mutter nicht. Ja, also beide meiner Eltern haben mich nie offen abgelehnt. Ob es ihnen nun recht war oder ob es ihnen nicht recht war oder in ihre Pläne für mich gepasst hat, ist was ganz anderes. Aber es war nie so, dass irgendjemand gesagt hätte, du bist nicht mehr mein Sohn oder das ist verkehrt oder versuchst du mal anders oder sowas. Also das gab es nicht. Warum glaubst du, hatten die so ein Problem damit? Ich denke einfach aus der eigenen Erziehung. Also, wie gesagt, also ich denke mir, es war natürlich auch so mitten in dem Prozess einer Abnabelung, ja. Und auch wenn meine Eltern oder im Speziellen war das ja jetzt ja meine Mutter, ja, wenn die mich erzogen haben zu einer Selbstständigkeit, ist es dann doch schwer, ein Kind so gehen zu lassen, ja. Und auf der einen Seite war eben mein Coming Out damit verbunden, dass ich weniger Zeit zu Hause verbracht habe, natürlich viel mehr Zeit mit meinem damaligen Freund. Und das war so von jetzt auf gleich und da war sie, glaube ich, etwas unvorbereitet. Ja? Also es war nicht so, dass von langer Hand etwas geplant wäre und jetzt ziehst du aus, ja, oder du gehst studieren und oder machst irgendwas, sondern es war jetzt von jetzt auf gleich. Und das, ich denke mir, das spielt etwas mit rein. Meine Mutter hatte, glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, das Gefühl, dass ein Verbündeter ihr irgendwie so ein bisschen abhanden oder verloren gegangen ist. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite, natürlich sind die aus einer Generation, die sind ja in den 40er, Anfang der 40er Jahre geboren, 1940er, wo man prinzipiell ja eigentlich noch Pläne für die Kinder gemacht hat. Ja, das ist also, glaube ich, die letzte Generation, wo man dann erwartet hat, naja, die Kinder treten in die Fußstapfen, ja, wenn man ein eigenes Geschäft gehabt hätte oder sowas. Also man hat schon für die Kinder alles vorgeplant, ja, und sich vorgestellt, was für ein tolles Leben die doch führen können, weil man sich selber so angestrengt hat, dass man ihnen das ermöglicht. Und wenn das dann eben nicht passiert, ist man erstmal so ein bisschen aus der Bahn geworfen. Wie haben denn deine Freunde bzw. deine Arbeitskollegen dann reagiert? Im Prinzip eigentlich positiv. Mhm. Ja, also es war keiner da, der sich jetzt umgedreht hätte und gesagt hätte, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Mhm. Ich glaube, es ist generell wichtig, wenn man sich offenbart, dass man selber sich auch sagt, okay, du machst das jetzt, weil es dir wichtig ist, das den Leuten auch zu sagen. Und nicht, weil es dir wichtig ist, von ihnen akzeptiert zu werden. Du könntest notfalls, wenn sich irgendjemand so entscheidet, dass er sagt, oh mein Gott, wie schlimm und wie krank, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, kann ich damit leben. Ich glaube, das ist der richtige Moment, um eben sein Coming Out auch zu haben, in sich selbst irgendwie sicher zu sein. Und dann tritt man, glaube ich, auch ganz anders auf, als wenn man herkommt und sagt, na ja, ich muss da dir mal was erzählen. Und wenn man Unsicherheit gegenüber dem anderen ausstrahlt, ist es, glaube ich, einfacher, von des anderen Seite auch Ablehnung zu zeigen. Mhm. Wenn man dann gegen sicher auftritt und sagt, ja gut, das ist einfach so, ich kann nichts dran ändern, du kannst auch nichts dran ändern, hat der andere das Gefühl, okay, ja, der ist gefestigt und es ist halt einfach so und ich muss mir jetzt überlegen, komme ich damit klar oder komme ich damit nicht klar. Mhm. Ist dir in deinem Leben Homophobie begegnet? Ja, ich weiß nicht, ob es Homophobie war oder ob es einfach nur ja, ein blöder Streich vom Teenager war. Also mir ist es nie passiert, dass ich irgendwie oder dass mir irgendwie Gewalt angetan wurde oder dass ich geschlagen wurde oder angegriffen wurde.
Das Einzige, was mir mal passiert ist, ist, dass jemand, wir standen also in Frankfurt vom Schwelg, es war relativ spät und es kam ein junger Kerl, was weiß ich, 16, 17, kam auf dem Fahrrad vorbeigefahren und rief dann zu uns, hey, ihr blöden Arschficker. Mhm. Er hat dummerweise den Fehler gemacht, nochmal zurückzukommen. Ich habe ihm dann gegen das Fahrrad getreten und er ist dann umgefallen und auf der Straße gelandet und ich habe dann nur gesagt, was hast du gesagt? Und damit war die Sache erledigt. Er ist also schnell ganz auf sein Fahrrad gesprungen und ist wieder weg und damit war es, also wie gesagt, ich weiß nicht, ob das in dem Sinne Hass war oder ob es nur ein blöder Streich war oder weil man sich irgendwie Luft machen wollte, keine Ahnung. Aber das war das Extremste, in Anführungszeichen, was du mitbekommen hast? Ja, ja. Auch in deinem näheren Freundeskreis gar nichts, was extremer war? Also ich habe einen Bekannten, dessen Eltern haben komplett mit ihm gebrochen. Mhm. Ja. Und also ich glaube, inzwischen haben sie auch aber wieder Kontakt, aber es gab ja Jahre, Jahrzehnte, wo die gar keinen Kontakt hatten, was auch nicht gewünscht war. Ansonsten aber prinzipiell nicht, nee. Wie sieht denn dein Freundeskreis aus? Also hast du überwiegend schwule und lesbische Freunde oder hast du auch Heteros? Der ist bunt gemischt. Also es sind Heteros mit dabei, es sind Schwule mit dabei, Lesben, Transgender, also alles ganz wild durcheinander. Mhm. Könntest du dir vorstellen, einen komplett hetero-Freundeskreis zu haben? Schwierig. Mhm. Warum? Weil ich, wie gesagt, irgendwie so ein bisschen der Typ von Extremen bin. Mhm. Ja, also das auch, also ich sage, es geht eigentlich auf alles. Also entweder muss es zum Beispiel ein Auto, es muss ein kleines schnuckeliges Auto sein, ja, so ein Fiat 500, oder es muss ein richtiger großer Wagen sein, ja, wie so ein Mercedes, so ein Schiff. Also zwischendrin, Golf, ja, ich weiß, Golf ist immer gut, aber ja, es ist halt so in der Mitte. Und ich bin irgendwie so ein Typ für Extremer. Also ja, also auch vom Typ her. Auf der einen Seite habe ich viele Sachen an mir, die, glaube ich, sehr spießig sind. Mhm. Auf der anderen Seite aber sehr viele Sachen, die, ja, wie soll ich jetzt sagen, außer als, ja, die nicht spießig sind oder die für andere vielleicht aus eben der Norm oder aus diesem Spießertum herausfallen. Ja, aber es gibt... Ich habe für mich den Eindruck, ich lebe nicht irgendwie ein Leben, was so gerade läuft, ja, und immer in der Norm ist, sondern was eben so zu beiden Seiten irgendwie ausschlägt. Ja. Hm. Wann hattest du dein erstes Mal? Mit 13. Mit 13? Ja. Okay. Okay. Das ist ja richtig früh eigentlich, ne? Die meisten, die sich dann halt outen, vor allem so spät mit 19, in Anführungszeichen spät, haben ja dann meistens auch so spät die ersten sexuellen Kontakte. Wie kommt denn das? Das kam daher, dass ich ja schon recht früh merkte, irgendwas ist mit mir anders. Mhm. Ja, also ich konnte es, als Kind konnte man es natürlich nicht benennen, aber nachdem man das dann alles irgendwie gehört hatte im Biologieunterricht, in der Sexualkunde, wusste man, okay, da gibt's was und ja, also auf der einen Seite war es für mich natürlich, ja, da in Bad Nauheim in der Kleinstadt oder groß geworden und das war alles sehr konservativ und man wollte das einfach nicht sein. Ja, man hatte ja auch das Gefühl, man ist ganz alleine. Ja. Ja, man hatte das Gefühl, nur ich alleine bin schwul und anders und alle anderen sind normal. Und ja, warum muss mir das jetzt passieren? Es war also in meiner Pubertät nicht so, dass ich sage, oh, wie toll, ich bin schwul. Ja, auch also das erste Mal war, ich wusste irgendwie schon immer, dass ich mich zu Männern hingezogen gefühlt habe. Mhm. Und irgendwann kam ich halt auf die Idee, okay, jetzt willst du es halt wissen. Ja, und dann habe ich das in die Wege geleitet und hatte dann, ja, heute würde man sagen, ein Date, eine Verabredung mit einem Mann, der, glaube ich, gut 30 Jahre, naja, gut 20, 25 Jahre älter war als ich. Okay. Und fand es auch
ganz toll in der Situation, war aber dann sehr überrascht, weil ich selber ja noch keinen Samenerguss hatte oder sowas. Als er dann kam und dann dieses weiße, glibberige Zeug da irgendwie rauskam, fand ich ganz ekelhaft. Und habe das dann erstmal alles wieder ad acta gelegt und dachte mir, na gut, vielleicht, also so toll war das jetzt ja auch nicht, versuchst du dir mal dein Mädchen mal wieder. Aber irgendwie bin ich nicht losgekommen mit 19. Also, oder ich war, es war auch eine Entwicklung. Also, ich war ein Jahr in Amerika bei einer Gastfamilie und hatte da, sag ich mal, mein zweites sexuelles Erlebnis. Und das fand ich ganz toll. Und hatte dann quasi ein Jahr Zeit, mir zu überlegen, wie, was und hin und her. Es ist natürlich trotzdem irgendwie eine Scham da gewesen. Man wollte nicht schwul sein, ja, aber man gehörte dann ja nicht zu allen, zu den Normalen, in Anführungsstrichen. Und es hat sehr lange gedauert, bis ich mir das auch eingestehen konnte. Es ging also so weit, dass mich das sehr beschäftigt hat und so beschäftigt hat, dass meine Mutter mir das schon angesehen hat und wusste, irgendwas ist jetzt nicht richtig, konnte das aber selber natürlich auch nicht benennen, weil ich ihr natürlich auch nichts gesagt habe. Hatte aber dann die Idee, weil sie damals in Psychotherapie war, ob ich denn nicht mal mit ihrer Therapeutin sprechen wollte. Und dann habe ich das gemacht und wir hatten insgesamt 6 Sitzungen und die waren für mich persönlich zielweisend. Weil zum ersten Mal mir ein anderer Mensch, also auch wenn das jetzt die Therapeutin war, aber ein anderer Mensch gesagt hat, nee, ist doch vollkommen egal, ob man nun Männer oder Frauen liebt. Er ist deswegen ja kein schlechterer Mensch. Ja, da hast du aber Glück gehabt eigentlich, ne? Ja. Also wenn sie jetzt komplett anders reagiert hätte, das hätte dich ja dann auch komplett aus der Bahn geworfen dann im Endeffekt. Wahrscheinlich. Aber wenn deine Mutter dann schon irgendwie so Vorahnung hatte, dass irgendwas mit dir los ist, dass sie dann so irritiert war, als du dich geoutet hast, ist ja auch schon interessant eigentlich, oder? Ich glaube, es war einfach nicht in ihrer Welt. Ja, es kam in ihrer. Meine Mutter ist generell eine Person, die sich oder für die es wichtig ist, dass alles nach außen hin schön und gut ist. Ja, und das passte irgendwie nicht so rein, dass jetzt eben nicht alles schön und gut ist. Es war sicherlich auch eine Angst. Ja, also ich bin, da habe ich dann geoutet Anfang der 90er. In der Zeit, wo halt gerade auch das Thema AIDS und HIV groß war und wo viele Angst hatten und viele sehr früh noch gestorben sind davon. Und das war natürlich auch etwas, wo meine Mutter Angst vor hatte. Ja. Vor allen Dingen kannte sie das auch nur, dass ja Schwule, das sind welche, die heiraten halt nicht. Das heißt, die sind dann ihr Leben lang irgendwie allein und das sind nur flüchtige Partnerschaften. Also das war so ihr Bild vom Schwulsein. Ja, also das konnte sie nicht umreißen und für sie war das ganz schlimm, weil sie stellte sich vor, ich lebe jetzt den Rest meines Lebens ganz alleine und im schlechtesten Falle sterbe ich noch früh, weil ich mich mit AIDS anstecke. Und für mich war das eben einfach sehr heilbar, diese Therapiestunden. Aber auch, aber ich glaube, dazu haben eben die Therapiestunden mitgeholfen, eben als ich ja meinen ersten richtigen Kerl kennengelernt habe, hat der mich natürlich in eine Welt integriert. Der hatte ja natürlich schon viele schwule, lesbische Freunde und es war alles ganz gemischt. Und ich erinnere mich, es war für mich irgendwie so der Durchbruch. Das war eine Grand Prix Party, die er veranstaltet hat. Und da kamen halt alle Freunde und es war, ja, und das war das erste Mal einfach, wo ich dachte, das ist toll. Ja, und das bin ich und ich bin toll. Und das war so der Auslöser, dann auch mein Coming Out zu haben. Ja. Also bei mir ist vieles, oder bei dem ich mich dann selbst identifizieren kann, abhängig davon, dass ich eine oder mehrere Personen habe, die mir quasi als positives Vorbild dienen.
oder wo ich sehen kann, wow, das funktioniert oder das klappt. Ja, oder das ist total super, ja. Du brauchst immer jemand, der vorgeht und wenn das dann funktioniert und für dich passt und sich gut anfühlt, dann ist es auch dein Weg. Ja, ich glaube, nicht unbedingt vorgeht, sondern der es mir eigentlich vor Augen hält. Okay. Ich glaube schon, dass ich es selber weiß, aber ich traue mir selber so ein bisschen nicht über den Weg. Und wenn dir das quasi nochmal vorgelebt wird und du denkst bei dir, ja, ist doch alles wunderbar. Ja, was hast du dir vorher so Gedanken drum gemacht? Ja? Verschwinden halt einfach die Zweifel, ja, oder man vertraut einfach, ja, dann doch vielleicht sich selber ein Stück mehr. Oder bei mir ist es zumindest so. Mhm. Nochmal auf dein erstes Mal zurückzukommen. Mhm. Wenn du 13 warst und der 25 Jahre älter war, dann war er 38. Wie lernt man mit 13 einen 38-Jährigen ohne Internet kennen? Das ist heute generell die Frage, wie lernt man jemanden ohne Internet kennen? Ja. Nun ja, also ich muss dazu sagen, es war nicht ganz einfach. Mhm. Und zwar war das ein Lehrer an meiner Schule. Oh, okay. Und der, also ich will es mal so sagen, ich fand den schon heiß, ja. Und das Ganze fing irgendwie an, dass... Also der hat mich nicht unterrichtet oder sowas, ja, ich habe den immer nur halt gesehen. Ich wusste, der unterrichtet eben, was weiß ich nicht, was andere Fächer. Und wir hatten eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Und ich habe mich irgendwann entschieden, ihn einfach zu grüßen. Mhm. Ja, und er hat dann immer wieder zurückgegrüßt, ja. Und es war so ein Hin und Her und Hin und Her. Und irgendwann habe ich mich dann entschieden, ihm einfach einen Brief zu schreiben. Okay. Ja, also ein Stück Papier, habe den eingeworfen, eben mit eben dem Wortlaut, ja, dass ich ihn ganz toll finde und ich würde ihn gerne kennenlernen. Also nichts Sexuelles oder sowas, ja, sondern eher in allgemeinerer Form. Wir könnten uns ja gerne mal treffen, wenn er Lust hätte. Und daraufhin hat er mich dann außerhalb der Schule einfach mal angesprochen und wir haben uns verabredet und ich bin dann zu ihm hin. Und dann hat sich das alles so ergeben. Aber das ist ja eigentlich für so einen Lehrer auch eine absolute Grenzüberschreitung, vor allem wenn du noch so jung bist. Ja, ja. Also für ihn war es ja letztendlich nicht nur eine Grenzüberschreitung, sondern für ihn war es auch das Ende der Karriere auf der Schule. Okay. Weil man hat es ja früher in der Schule, da gab es ja auch keine Handys und nichts, ja, da hat man sich immer Zettel geschrieben und hin und her geschickt. Und ich weiß nicht, ich habe meiner besten Freundin damals, ich musste das irgendjemandem erzählen. Ja. Ja, und ich habe das auf einen Brief, auf so einen Zettel geschrieben, da ging das hin und her und hin und her. Und habe aber natürlich auch, weil ich ihm jetzt nichts Böses wollte, also er hat ja nichts getan, was mir nicht gefallen hätte, ja, also dass jetzt letztendlich das Sperma, was da rauskam, mich etwas überrascht hat, weil ich es nicht kannte, war ja eine ganz andere Sache, aber er hat mich jetzt zu nichts gezwungen, wo ich gesagt hätte, nee, das will ich jetzt nicht machen, ja, also es war, im Grunde genommen war es eigentlich nur Knutschen und, oder was heißt in Anführungsstrichen nur Knutschen und Wichsen, ja, und ein bisschen betatschen, aber ich musste das irgendjemandem erzählen. Und dann ist es rausgekommen. Ja, weil ich habe natürlich den Zettel in meiner Hosentasche behalten und nicht weggeschmissen. Und meine Mutter, pflichtbewusst, hat natürlich die Hosentaschen alle schön ausgeleert. Und neugierig, wie sie ist, musste sie natürlich auch den Zettel lesen. Für sie war das natürlich ganz schlimm, also zu erfahren, dass ihr Sohn mit jemandem Sex hatte. Ja. Und natürlich wurde ich dann von meinen Eltern in die Zwickmühle genommen, wer das denn jetzt gewesen ist. Ja. Und habe dann auch gesagt, okay, ich sage es aber nur unter einer Voraussetzung, dass nichts passiert. Ja. Insgeheim denke ich, dass meine Eltern, schon in die Schule gegangen sind. Auf jeden Fall war der von heute auf morgen plötzlich nicht mehr da. Oh je. Weißt du, was mit ihnen passiert ist? Ja, der ist versetzt worden. Mhm. Nach, ich glaube, Baden-Württemberg.
Ja, ist schon dramatisch, vor allem, weil das ja eigentlich, es ist ja ein Tabuthema, aber im Endeffekt hat er, okay, gesellschaftlich hat er ja was falsch gemacht, aber an und für sich hat er ja wiederum nichts falsch gemacht, weil er ist ja, das ist schwierig. Es ist, ja, das ist, ich habe mir da auch sehr viel Gedanken drüber gemacht im Nachhinein, weil es mir natürlich auch leid getan hat und das wollte ich so nicht. Und mir selbst Vorwürfe gemacht, in dem Sinne, naja, hättest du das nicht irgendwo aufgeschrieben oder hättest du den Zettel weggeschmissen oder sonst irgendwas, ja, wäre das nie rausgekommen, wäre alles in Butter gewesen. Vor allen Dingen, nach einer gewissen Zeit hätte ich ihn schon ganz gern wieder mal gesehen. Natürlich weiß ich, dass das Gesellschaft, also sag ich mal, vom gesellschaftlichen Standpunkt da ist total Falsches gemacht. Ja. Für mich persönlich war es aber in dem Sinne nicht falsch, weil ich es initiiert habe und ich hatte nicht das Gefühl, er hätte irgendetwas mit mir gemacht, was ich nicht wollte. Nichtsdestotrotz kann man jetzt nicht sagen, dass es okay ist. Ich würde mal sagen, es war für mich okay und ich fand schade, dass daraus eben die entsprechenden Konsequenzen für ihn entstanden sind, also rein von meiner persönlichen Wahrnehmung. Ja. Vor einem gesellschaftlichen Standpunkt ist es natürlich richtig. Ja. Hast du Vorbilder oder Helden? Also Helden nicht. Ich glaube, mein einziges Vorbild ist mein bester Freund. Warum? Den, ja, habe ich, also ich bewundere an ihm eine gewisse Stärke. Ja, also, wobei inzwischen sich das auch wieder geändert hat. Ja, also, es ist so, dass ich schon sehr emotional bin und dadurch auch sehr nah am Wasser gebaut bin. Und er, den habe ich nie weinen sehen. Ja, Ist also das bis jetzt ein zu einem Vorteil? bestimmten, fand ich damals schon, weil ich das ganz schrecklich fand, dass ich nicht so stark sein konnte und die Tränen unterdrücken konnte. Inzwischen sehe ich das wiederum andersrum, sodass ich sage, okay, eigentlich war ich der Stärkere. Ja. Und ja, aber der war. Ja, der war auch immer klar, stark. Also das war für mich irgendwie ein Vorbild. Und wann hörte das auf, mehr oder weniger? Das hörte auf, als ich gemerkt habe, dass die Stärke, so wie er sie lebt, nicht gut ist. Wie meinst du das? In dem Sinne, dass wenn man nur nach außen hin stark ist, irgendwann mal alles innen drin zusammenbricht. Und das war so der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich, dass ich alles rauslasse, auch wenn ich emotional bin und nicht rational oder wie auch immer, aber das ist für mich genau eigentlich das Richtige und es macht mich stärker. Wir bekommen ja von vielen Serien und Filmen immer so eine schwule Szene, so eine Community dargestellt. Vor allem, weil man ja sehr viel westliches Fernsehen hat, also auch amerikanisches Fernsehen. Gibt es so etwas in Deutschland? Gibt es eine schwule Szene oder Community? Ich glaube schon, dass es eine Community gibt. Allerdings ist, wenn man jetzt sagen würde, für Frankfurt, es gibt in Frankfurt meinetwegen, sage ich mal, 100.000 Schwule. Ja, dann befinden sich von diesen 100.000 Schwulen, glaube ich, prinzipiell ja, 10.000 in dieser Community und 90.000 nicht. Warum? Ich glaube, es hat was damit zu tun, was für eine Vorstellung man von sich selber und von seinem Leben hat. Es gibt viele, die untereinander, aufgrund eben, dass sie sich kennen und weil sie schwul sind, das habe ich jetzt gerade am CSD wieder erfahren,
reges Networking betreiben, sich gegenseitig aushelfen und beieinander stehen. Ich glaube aber, es gibt sehr viele, die dieses Netzwerk so oder in dieses Netzwerk nicht reintappen und es auch nicht so einfach anzapfen können, weil sie unter Umständen auch zwei Leben leben, ja, also unter der Woche halt das Berufsleben, ja, vielleicht auch noch ungeoutet auf dem Job, ja, und auf der anderen Seite dann am Wochenende irgendwie Party und was weiß ich nicht was. Ich glaube, es gibt kein oder in dem Sinne kein Zusammengehörigkeitsgefühl, wobei das, sage ich mal, ist bei den Schwulen genauso wie, ich glaube, bei den Schwarzen. Ja, man kann auch nicht sagen, alle Schwarze sind in einer Community oder sagen alle dasselbe. Ja, es wird immer welche geben, die sich vielleicht mehr engagieren oder sich vielleicht besser bewusst sind, was für ein Netzwerk sie da aufbauen können oder wie man sich gegenseitig unterstützen kann als andere. Ich glaube, das liegt einfach in der Natur der Menschen. Ja, vielleicht auch ein bisschen der Wunsch, ja, nicht irgendwo in eine Schublade zu gehören oder sich vielleicht mit manchen Themen nicht auseinandersetzen zu wollen oder zu müssen. Einfach um normal zu sein wahrscheinlich, oder? Ja. Zählst du dich zu dieser Szene, zu dieser Community? Ich fall mal immer wieder rein und raus. Also ich bin jetzt nicht bahnbrechend politisch organisiert, ja, in dem Sinne. Ich interessiere mich zwar dafür und ich finde es auch wichtig. Ja, vielleicht am besten ausgedrückt, also ich finde ja, viele reden immer bei den CSDs von Paraden. Mhm. Ich finde das allerdings verkehrt. Das ist keine Parade, sondern es ist eine Demonstration eigentlich. Und ich finde es schade, dass viele aus der schwulen Community einfach nur nebendran stehen und sich alles schön angucken, als wäre es ein Entertainment-Programm, aber dann sich umdrehen und gehen, anstatt einfach an einer bestimmten Stelle mitzulaufen und zu zeigen, ja, hallo, hier sind wir. Mhm. Aber daraus folgt ja, dass du dann halt auch den Christopher Street Day bzw. die Pride besuchst und dann auch aktiv mitläufst. Ja. Also jetzt nicht aktiv in einer Gruppe, ja, sondern mein Freund und ich, bei uns ist das so, wir gliedern uns dann immer irgendwo ein und laufen halt dann durch die Parade halt mit, nicht als Gruppe oder nicht auch mit irgendwelchen Transparenten, sondern einfach nur, weil wir denken, es gehört einfach dazu. Ja, weil wir auch schwul, sind und um einfach auch zu zeigen, ja, wir sind hier und wir sind nun mal schwul und ist okay. Interessierst du dich für die schwul-lesbische Geschichte? Schon, ja. Ich habe angefangen, ein Buch von einem, ich weiß gar nicht, ob es ein englischer oder ein amerikanischer, ich glaube, es ist ein amerikanischer Autor. Im Deutschen heißt es Die Erfindung der Homosexualität. Und da geht es eben thematisch darum, oder der Autor hat sich eben dann der Geschichte eigentlich vor Stonewall mal zugewandt und hat gesagt, nee, Moment mal, es waren ja nicht plötzlich alle Schwulen ab Stonewall da und haben gesagt, hier sind wir, sondern es gab ja vielleicht vorher auch schon, also auch gerade wenn man an Berlin denkt, ja, in den 20er Jahren oder auch schon früher mit Magnus Hirschfeld, schon ja auch Bestrebungen. Ich war also ganz überrascht auch zu lesen, dass es bereits 1864 jemanden gab, einen Rechtsanwalt, einen Schwulen, der versucht hat, ich weiß gar nicht, welches Organ es damals war, oder zumindest, nee, es war gar kein Organ, aber es war auf einem Juristentreffen, wo er sich eben geoutet hat mit einer flammenden Rede dafür, der Gleichstellung der gleichgeschlechtlichen Liebe. Mhm. Ist natürlich abgewiesen worden, aber immerhin, ich fand das erstaunlich. Und ich glaube auch, zurückblickend sieht man immer Dinge schlimmer, als sie vielleicht waren. Ja, also wenn ich mir überlege, in Berlin der 20er Jahre gab es viel mehr schwule Kneipen oder auch Clubs, als es heute gibt. Ja, sagt man sich, okay, ja, die hatten eigentlich viel mehr Leben. Allerdings war das natürlich im Verborgenen. Ja, es war nicht so offen wie heute.
Und es war natürlich aus der Not geboren, dass es keine Apps gab und dass man nicht einfach irgendwie in der Zeitung inserieren konnte oder was weiß ich nicht was, sondern man musste ja bestimmte Orte aufsuchen, um sich mit jemandem oder einem Gleichgesinnten zu treffen, also einen kennenzulernen oder um Sex zu haben. Und also es war anders, ob nun besser oder schlechter, ja, weiß ich nicht. Was ist dein Empfinden, wenn du an die Ehe für alle denkst? Prinzipiell denke ich, es ist eine gute Sache. Es sollte jedem freigestellt werden, sich selber zu entscheiden. Also es gibt ja auch bei den Heterosexuellen genügend Paare, die sagen, wir brauchen die Ehe nicht. Ja, wir können einfach auch so zusammen sein oder haben irgendwelche anderen Arrangements. Ja, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn ich jemanden liebe und wenn ich mit ihm einen Bund fürs Leben eingehen möchte und mit ihm mein Leben teilen möchte, dann muss er auch oder dann müssen sie auch das Recht haben, dies tun zu können. Ja, also unabhängig davon, ob man heterosexuell oder schwul, lesbisch, was auch immer ist. Oder ja, in Anführungsstrichen, was auch immer. Diese ganzen Auswüchse in der ganzen Diskussion, wo dann einige gesagt haben, na, der Nächste will dann gleich seinen Hund oder sein Pferd heiraten. Ich meine, ja, es gibt bestimmte Grenzen. Aber ich sage mal, zwischen Menschen sollte es generell die Möglichkeit geben, wenn man sich heiraten möchte und in einem legalen Alter ist, dass man das dann auch darf, mit gleichen Rechten und auch gleichen Pflichten. Meinst du, die Gesellschaft würde dadurch halt auch ein ganz anderes Bild auf Schwule und Lesben bekommen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht genau sagen, weil letztendlich, ich meine, Paare, die auch ein Leben lang zusammen sind, die gibt es ja heute schon. Ja, also ich glaube, im Alltag ist es egal, ob man jetzt sagt, wir sind verheiratet oder wir sind halt jetzt seit 40 Jahren zusammen. Das Bild, was man im Alltag bekommt, ist eben halt, na gut, die beiden gehören zusammen. Ja. Und die beiden lieben sich und ja, das kann man schön finden oder das kann man eklig finden. Da hat, glaube ich, die Heirat an sich selber nichts zu tun. Es geht eher bei der Heirat um eine gewisse Art von Gleichstellung. Ich glaube nicht, dass es eine Auswirkung direkt auf die Gesellschaft hat oder wie man das ansieht, wie man Schwule in der Gesellschaft wahrnimmt. Es muss eine gewisse Zeit geben, dass sich das einspielt. Ja, also man muss dem Zeit geben, dass es zu einer gewissen Art von Normalität in Anführungsstrichen wird. Und erst dann kann ein Prozess in Gang gesetzt werden, dass man sagt, okay, jetzt passiert irgendwie ein Umdenken. Es gab Ende der 80er, Anfang der 90er die Safer Sex Aufklärung. Da ging es ja auch sehr viel um HIV und wie man sich schützt. Und es wurde sehr offen diskutiert und es wurde sehr viel auch in der Öffentlichkeit offen darüber gesprochen und auch mit Kindern darüber gesprochen. Das hat sich ja mittlerweile so ein bisschen verändert und der Fokus ändert sich so ein bisschen und es wird halt nicht mehr überall vollgekleistert, dass man Kondome nutzen soll und es gibt keine lustigen Werbeclips mehr im Fernsehen, die das propagieren. Wie ist das Empfinden? Oder wie ist dein Empfinden? Ist das besser oder ist es schlechter, wenn man weniger darüber spricht? Ich finde es ganz wichtig, viel drüber zu reden, weil das auch den Effekt hat, je mehr man drüber redet oder je offener man mit einem Thema umgeht, desto weniger vollzieht sich eine Ghettoisierung. Also in den 80er oder 90ern war das ja ganz schlimm, obwohl man offen drüber geredet hat, aber jemand, der eben HIV-positiv war. Also es gab schon mal gar nicht diese Unterscheidung zwischen HIV-positiv und AIDS, sondern es gab immer nur das AIDS. Ja, also natürlich auch dem geschuldet, dass die Forschung dazu erst in den Kinderschuhen steckte. Aber es war alles immer gleich AIDS. Und es war deutlich, deutlich eben auch die Angst zu spüren.
generell in der Gesellschaft davor. Ja, also wenn ja, mit jemand, der AIDS hatte, wollte man nicht in einem und demselben Zimmer sein, weil man wusste nicht so genau, wie überträgt sich das und darf man auf demselben Glas trinken und so. Also es war eine große Hysterie in der Zeit. Und das war natürlich jetzt nicht toll. Was ich heutzutage gut finde, also ich finde es schade, dass es nicht mehr Thema ist. Vor allen Dingen auch ja nicht nur über HIV-Positive zu sprechen oder sondern eben mit HIV-Positiven zu sprechen. Das finde ich ganz, ganz schlecht. Es gibt aber genügend Aufklärungsprogramme, die ja in Schulen gefahren werden und so weiter und so fort. Es ist generell so, wenn man heute über HIV spricht, liegt der Fokus immer darauf, und ich glaube, das ist so ein bisschen der falsche Fokus, weil es verniedlicht das Ganze, ja, zu sagen, man stirbt ja nicht mehr daran. Ja. Es ist genauso, als wenn ich einen Vortrag halte und sage, ja gut, die nächsten paar Folien, die sind eigentlich nicht interessant. Ja, da schaltet das Publikum schon ab. Na, dann hören die schon gar nicht, was ich sage. Ja. Ja. Und so ist das da eben auch. Ja. Ich bin ja selber auch seit 19 Jahren jetzt HIV-positiv. Mhm. Gerade eben, was ich dann hier mit Gesprächen oder Austausch auf Apps oder auf irgendwelchen Webseiten erlebe, dann denke ich mir, das ist zum Teil haarsträubend, was die über HIV wissen, beziehungsweise nicht wissen. Ja. Ja. Und mit welcher Leichtfertigkeit da manchmal mit umgegangen wird, wo man dann hört, naja, ach, und eigentlich würde ich mir wünschen, dass ich mich anstecke, weil dann bräuchte ich mich nicht mehr zu scheren um irgendwas. Und das heißt, bist du oben noch ganz klar? Mhm. Ja, ja, also auch wenn ich dann gefragt werde, ja, und wie geht's dir? Sage ich, mir geht es in Umständen entsprechend gut. Ja. Nichtsdestotrotz ist es immer besser, man hat es nicht. Ja. Was ich allerdings gut finde, auch in der heutigen Zeit, dass es gerade an Orten, wo schneller Sex zu haben ist, ja, also in der Sauna war ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr, also in der schwulen Sauna, aber ich sag mal so in den schwulen Kneipen oder auch in Sexshops, ja, wird immer wieder darauf hingewiesen und es sind überall, also auch beim CSD werden Kondome verteilt, ja, also das finde ich schon sehr gut. Ja. Letzten Endes ist natürlich jeder seines eigenen Glückes Schmied. Ja. Aber dass überhaupt das Thema mit dem Verteilen der Kondome oder auf das Thema nochmal hingewiesen wird, ja, Safer Sex, finde ich generell in der schwulen Szene gut. Anders. Könnte man das irgendwie attraktiver gestalten für Schwule, vor allem für junge Schwule, dass das nicht so mit der moralischen Keule auf die eingeschlagen wird und wo dann halt immer gesagt wird, hier, du musst Kondome benutzen, weil ansonsten wirst du todkrank und du musst permanent Tabletten nehmen. Meinst du, es gibt so einen Zwischenweg, ja, keine Ahnung. Es gibt ja das große Thema PrEP, dass jetzt alle sagen, okay, jetzt mit PrEP wird alles besser, weil alle sind dann auf PrEP und keiner kann sich mehr anstecken und das ist ja alles super und ja, ich weiß nicht. Ja, das führt natürlich auch dazu, dass man gleich, ich will nicht sagen unvorsichtiger, aber man gleich gelassener, gleich manchmal auch fahrlässiger mit dem Thema umgeht. PrEP ist für mich etwas, wo ich mir auch selber noch nicht so ganz drüber im Klaren bin. Auf der einen Seite finde ich es gut, weil ich sage, okay, ja, sicherlich, es kann verhindern, dass sich mehr Menschen anstecken. Auf der anderen Seite hat man natürlich dann die Kritiker, die sagen, ja gut, dann nehmen alle PrEP und alle fügen nur noch ohne Kondom rum. Ja, es gibt ja nicht nur HIV, es gibt ja auch genügend andere sexuell übertragbare Krankheiten. Ja. Also mit PrEP ist ja letzten Endes nicht getan oder es ist nicht das Allheilmittel. Es gehört schon auch ein bisschen Verstand mit dazu und eine Eigenverantwortung, eine Verantwortung gegenüber dem anderen Partner. Uns wurde das damals alles eingebläut. Also wir hatten Angst. Wir hatten alle Angst. Und deswegen hat das funktioniert. Ja, man hatte sich so eingebläut, ich muss ein Kondom nehmen. Ja, und deswegen sind viele aus meiner Generation einfach auch
so dass sie sagen, ja, Kondom ist für mich ganz normal. Ja, aber alles, was man jetzt heutzutage in ja, Pornos sieht oder auch auf Websites, ja, also es gibt immer diese Bannerwerbung auf Gay Romeo, der propagiert zum Teil eben Sex ohne Kondom. Das Ja. sogenannte Barebacking. Ja. Aber wenn du damit aufgewachsen bist, mit dieser Angst, die ja auch in Anführungszeichen so hilfreich war für viele, wie kommt es, dass du dich dann angesteckt hast? Ja, nicht genügend mitgedacht. Okay. Und ein dummer Zufall. Ja. Wie ich mich angesteckt habe, ist nicht unbedingt ein typischer Weg, wo man sich ansteckt. Viel wird letzten Endes auch vergessen, dass zum Beispiel Blasen ohne Kondom, also es geht gar nicht mal um das Kommen in den Mund oder sonst Ja. irgendetwas, sondern allein reine nur ums Blasen, dass das eine unsafe Sexualpraktik ist. Ja, man weiß zwar, okay, es ist die Übertragungsweg, Blasen ist jetzt nicht unbedingt der übliche Weg, wie man sich mit HIV anstecken kann. Es ist aber eben auch nicht so, dass es eine safe Sexualpraktik ist. Und bei mir war das damals so, ich hatte jemanden kennengelernt, der hatte sich gerade von seinem Freund getrennt. Ich hatte mich auch getrennt und irgendwie haben wir uns dann ein paar Wochen miteinander vergnügt. Da ist großartig nichts passiert. Also wir haben zum Beispiel überhaupt gar nichts gefickt. Wir haben keinen Analverkehr gehabt, nichts. Ja. Und irgendwann hatte der sich ja so ein bisschen mich verknallt, aber ich war irgendwie noch eher auf dem Trip. Ich möchte ein bisschen Spaß haben und eine neue Beziehung kommt für mich jetzt nicht in Frage. Und dann ging das so auseinander. Und also ich habe damals auch zu dem Zeitpunkt, ich glaube, niemand ist immer perfekt, ja. Also es gab für mich auch genügend Situationen, wo ich auch ohne Kondom gefickt habe oder gevögelt habe. Aber wenn ich das getan habe, dann bin ich danach immer auch im gebührenden Abstand natürlich dann zum Test gegangen, habe mich testen lassen. Und es war nie was. Ja. Der hatte nach gut 3 Monaten bekam ich abends dann eben einen Anruf von dem jungen Mann, der mir sagte, ja, er wäre wegen was anderem in der Klinik in Mainz gewesen und da hätten sie ihn getestet und er wäre HIV-positiv und ich müsste mich unbedingt testen lassen. Und er war also ganz am Boden zerstört und hat sich tausendmal entschuldigt und ich habe dann gesagt, hier, pass auf, wir haben, also aus meiner damaligen Sicht, ja, habe ich gesagt, wir haben nichts Unsafes gemacht. Du bist mir weder in den Mund gekommen, noch haben wir gefickt, noch sonst irgendwas. Es kann eigentlich gar nichts passiert sein. Und er soll sich nicht so einen Kopf machen. Und ich gehe natürlich zum Test. Und er hatte das mit meinem damaligen Freund, ich hatte in der Zwischenzeit jemanden kennengelernt, besprochen, dass wir zusammen hingehen. Und ich war auch vollkommen super oberentspannt. Und als es dann zur Verkündigung des Ergebnisses kam, saßen wir beide eben, ich habe das beim Gesundheitsamt machen lassen, saßen wir beide im Wartezimmer und dann ging die Tür auf und sie rief dann meinen Namen und dann habe ich gesagt, ja, und das ist mein Freund, kann er mit reinkommen? Und die gute Frau sagte dann, ich möchte gerne erstmal mit Ihnen alleine sprechen. Es bedarf dann keine Worte mehr. Ja, also mir war schon klar, was das jetzt heißt. Also die Katze war zu dem Zeitpunkt dann aus dem Sack und ich war irgendwie so ein bisschen in Schock, weil, also damit habe ich überhaupt gar nicht gerechnet. Ja. Und ich habe mir auch wochenlang den Kopf zerbrochen, wie das eigentlich hätte passieren können. Und weil wir an sich im klassischen Sinne nichts Unsafes gemacht haben. Ja, das hat dann also noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich dann wirklich zum Arzt bin und mich auch behandeln habe lassen, habe mit dem das noch mal besprochen. Und dann wurde mir einiges klarer, wusste nämlich zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, dass es zum Beispiel so ist, dass wenn sich jemand frisch infiziert hat, der HIV-Virus eben sehr aggressiv ist, ja, und natürlich die Viruslast entsprechend in die Höhe schnellt und auch leichter zu übertragen ist. Und was eben auch noch dazu kam, war, dass ich gut ein halbes Jahr später dann Rechnung von meinem Zahnarzt bekommen habe und mich dann erinnert habe zu dem Zeitpunkt, als ich mit dem rumgemacht habe, ja, sind mir 3 Weisheitszähne gezogen worden. Das heißt, ich hatte offene Wunden im Mund, ja.
Und da kam halt eins und eins zusammen. Ja, also es ist also natürlich sehr ungewöhnlich, weil normalerweise, er denkt natürlich auch ein bisschen mit und denkt sich, naja, offene Wunde im Mund sollte ich vielleicht besser nicht tun. Das ist eben also die Gedankenlosigkeit von mir gewesen. Es hat nicht mehr wehgetan, also hat man es vergessen. Und halt eben diese frische Infektion bei ihm, das ja, war halt dann einfach, ich sag nur, PP, persönliches Pech. Ja. Wie hast du dich in dem Moment gefühlt? Ja, also erstmal war es natürlich irgendwie ein Unverständnis, weil ich mir gar nicht erklären konnte, wie. Mhm. Ja. Zum anderen, mein damaliger Freund, den hatte ich also vielleicht einen Monat vorher kennengelernt. Der hatte sich auch kurz vorher erst geoutet. Und für mich war in dem Moment viel wichtiger die Frage, lässt er mich jetzt allein? Ja. Ja, oder schreckt ihn das ab? Oder bleibt er bei mir? Ja. Das HIV selbst, in dem Sinne, das war 1997 dann, nicht mehr sofort tödlich ist oder ein Todesurteil ist, das wusste ich. Ich kannte vorher schon sehr viele, die HIV-positiv waren, auch in meinem Freundeskreis. Da gab es einen und ich wusste eben, es wird behandelt und man kann es nicht heilen, aber es ist letzten Endes wie eine chronische Krankheit. Ja. Und insofern war ich jetzt weniger um mein Leben besorgt, ja, also es war jetzt keine Todesangst, die ich da hatte, sondern eher auf der praktischen Seite, wie geht's jetzt weiter, ja, also mit meinem Freund zum Beispiel, ja. Und der hat glücklicherweise, hat er sich nicht umgedreht und ist gegangen, sondern wir haben die Beziehung noch ein Jahr weitergeführt. Es waren dann andere Gründe, die dann dazu geführt haben, dass wir uns getrennt haben. Und das war etwas, was mir selbst auch persönlich ein gutes Gefühl gegeben hat und, glaube ich, auch ein bisschen Halt gegeben hat in der Situation. Mhm. Der große Hammer, nämlich, was mache ich eigentlich jetzt, wenn ich jemanden kennenlernen möchte, der kam dann, als wir uns getrennt hatten. Ja. Also im ersten Moment war ich natürlich ganz froh, ach, ich bin frank und frei und super und jetzt kann ich machen, was ich will. Ja, nee, eigentlich nicht. Wie gehe ich an die Sache ran? Ja, also man muss sich natürlich überlegen, ja, sage ich das sofort oder sage ich das erst, wenn es zum Sex geht und wenn man jemanden vielleicht schon mal kennengelernt hat, ja, also auf verschiedene Dates war, zusammen essen war, vielleicht im Kino, was weiß ich nicht. Und ja, so spontane Sexdates, also dass man sich irgendwo in der Disco trifft und dann zusammen irgendwo in der Ecke, was weiß ich nicht, macht oder nach Hause geht, das war für mich erstmal gestorben. Ja, also es war dann auch so die erste Zeit, wo es dann so BTX-Chat gab und dann ja kam Gaydar, UK kam dann eben nach Deutschland und als Folge dessen dann eben auch Gay Romeo, so die ersten Websites gab, wo man sich dann online verabreden konnte. Das heißt, es war ja manchmal vielleicht sicherlich spontan, aber Spontanität war so ein bisschen rausgenommen, aber man konnte alles irgendwie schön planen. Mhm. Ja. Aber es sind natürlich dann die Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ja, wie sage ich es meinem Kind? Ja? Ja. Oder meinem potenziellen Partner? Und das ist schwierig. Weil natürlich kommt dann wieder ein Thema hoch, was man eigentlich schon bearbeitet hat, nämlich mit seinem Coming Out, das große Thema der Ablehnung. Ja. Wie gehe ich mit der Ablehnung um? Ja, man muss damit rechnen, wenn man offen damit umgeht, dass man auch offen abgelehnt wird. Wie reagieren die meisten Leute? Meistens ist es positiv. Mhm. Ich gehe da aber auch auf denselben Hintergrund eigentlich zurück, wie ich auch schon bei meinem Coming Out gesagt habe, es kommt drauf an, wie man es jemandem sagt. Mhm. Ja, wenn man jetzt also rumdruckst und hin und her, ist es schwieriger, ja, weil der andere merkt, es ist eine Unsicherheit da. Wohingegen, wenn man sagt, hier, pass auf, ich bin HIV-positiv, so sind die Sachen, ja, ist es ein ganz anderes Auftreten. Also ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bekommen, natürlich auch trotzdem Körbe. Mhm. Auch negative Rückmeldungen. Gerade jetzt im letzten Jahr ist mir das zweimal passiert, dass ich auf einer App angeschrieben worden bin,
Also einmal wollte wohl jemand mit mir irgendwie Kontakt aufnehmen, aber wie man immer so schön sagt heute, kein Antwort, kein Interesse. Auf jeden Fall hat ihm das, also ich habe meinen Status auch auf Grindr oder auf Scruff, da steht drin, dass ich HIV-positiv bin, für jeden ersichtlich. Und ja gut, ich dachte, gut, ich antworte nicht, Sache hat sich erledigt. Ja. Gut 6 Stunden später bekomme ich noch eine Nachricht. Ja, also eigentlich hätte er das ja toll gefunden, mich sympathisch gefunden, dass ich meinen Status hier so offen gelegt hätte. Aber jetzt habe ich ja nicht geantwortet und da er jetzt festgestellt hat, dass ich ein Arschloch bin, hofft er, dass ich an AIDS krepiere. Boah. Da habe ich ja auch erstmal gedacht, okay, ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Ja. Hab mir mal gedacht, ja gut, Ignorance is bliss. Ja. Ich habe das dann also nicht weiter geantwortet, weil ich mir auch gedacht habe, jetzt in eine Diskussion da einzusteigen, ist mir auch zu blöd. Das bringt Ja. ja auch nichts. Nein, ich war eigentlich auch auf Dienstreise und hatte andere Sachen, mit denen ich mich beschäftigen musste und hatte es dann einfach ja, ignoriert. Ja, am nächsten Morgen hatte ich dann aber wieder eine Nachricht. Ach, du lebst ja immer noch. Und dann noch eine zweite Nachricht, hat ein Freund auch AIDS? Ich hoffe, ihr krepiert beide daran. Und dann war für mich natürlich irgendwo der Ofen aus. Dann habe ich gesagt, okay, ja, jetzt geht es ein Stück zu weit. Ich hatte aber auch keinen Bock, mich auf eine Diskussion einzulassen. Ich habe dann eben den gemeldet und habe den Sachverhalt geschildert und habe gesagt, so geht's ja nicht. Ja, auf der einen Seite gibt ihr die Möglichkeit, Leuten ihren Status offen zu zeigen und dann kriegt man solche Nachrichten. Das muss nicht sein. Ja. Und gehe davon aus, die haben ihm irgendwas gesagt. Also er hat sich auf jeden Fall nicht mehr bei mir gemeldet. Auf der App ist er allerdings immer noch. Ja. Ja. Und dann war das vor, ach gut, vielleicht einen Monat oder sowas, aus heiterem Himmel, habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, der auch, was weiß, 9000 Kilometer weit weg war. Und die Nachricht war in Englisch. Und er hat, ich sag mal so, frei übersetzt geschrieben, viel Spaß beim Sterben. Und da habe ich dann, da war ich irgendwie so gerade in der richtigen Laune. Es war nicht so ein guter Tag. Dann habe ich gesagt, jetzt geht's aber, jetzt schreibe ich ja was zurück, ja. Ja. Und ich habe dann zurückgeschrieben, naja, gut, wenn das das Einzige ist, was er jemandem sagen kann, der hier offen mit seinem HIV-Status umgeht, dann finde ich das sehr traurig. Zudem möchte ich nur darauf hinweisen, dass das hier, also ja, wie soll ich sagen? Ich weiß jetzt nur den englischen Begriff abusive behavior ist. Und dass ich ihn dafür ja auch melden könnte. Und dann war gut. Ja, und dann, ach, dann ist auch gut. Und das einzige andere Mal, wo ich ja deswegen so angegriffen worden bin, das war ist schon ach, fast ja, ein Jahrzehnt her, ja, ist Ewigkeiten her. Da war das aber dann wirklich so heftig, dass ich hier vor meinem PC gesessen habe und total schockiert war. Ich wusste eigentlich gar nicht, was ich machen sollte. Ja. Weil also die Nachrichten, die von dem Kerl kamen, so hasserfüllt waren, ja. Und ja, es war für mich vollkommen unverständlich. Und ich war irgendwie auch so den ganzen Tag danach noch so richtig fertig. Aber ansonsten generell eigentlich, ja, es sagen alle, auch finde ich gut, dass du da so offen damit umgehst. Und es wird immer gesagt, dass sie es schade finden, dass nicht jeder so offen damit umgeht. Und ja, warum das denn so wäre? Und im selben Satz bekomme ich natürlich auch gleich gesagt, ja, aber es ist mir jetzt natürlich zu heiß. Ja, wo ich dann sage, ja gut, genau aus dem Grund, es möchte niemand gern abgelehnt werden. Ja, deswegen sagt es ja auch keiner. Oder viele sagen es wahrscheinlich dann halt nicht, ne? Ja. Also ich gehe schon davon aus, dass es viele sagen, aber halt nicht gleich, wenn man sich das erste Mal unterhält. Ja. Und das habe ich früher anfangs auch so gehandhabt. Dann ist mir es aber dreimal passiert, dass ich wirklich Männer kennengelernt habe, mit denen ich mich gut verstanden habe, wo dann plötzlich irgendwie Schluss war. Man hat aber schon irgendwie was investiert und das war irgendwie scheiße. Es fühlt sich richtig furchtbar an dann, ne? Ja. Und insofern habe ich für mich entschieden, also ich sage das gleich vorneweg. Ja.
Also sobald es um irgendetwas Sexuelles geht, also mit jemandem, mit dem ich jetzt einen Kaffee trinken gehen will oder mal abends ein Bier trinken will, da ist das vollkommen egal, dem mache ich das auch nicht zu sagen. Ja. Ja, wenn man sich gut leiden kann, man unterhält sich und irgendwann, man trifft sich wieder und das Gespräch kommt irgendwann mal drauf, ja, sicherlich. Aber mit jemandem, wo dann schon klar auch aus den Nachrichten herausgeht, naja, eigentlich findet man sich gegenseitig gern und wird gern was miteinander machen, ist es so, da sage ich das in der Regel sofort. Meinst du, die schwule Community hat ein Problem mit Ausgrenzung innerhalb der eigenen Community? Nicht nur innerhalb der eigenen Community. Das ist aber, glaube ich, bei generell allen Minderheiten so. Mhm. Ja, weil dadurch, dass man andere als Minderheit bezeichnet, kommt man selber besser weg. Es gibt einem selber ein besseres Gefühl. Es ist, glaube ich, ein menschlicher Zug. Ich finde es allerdings schade. Ja. Ja. Und also auch, oder was jetzt immer viel auch auf irgendwelchen Webseiten oder auf Facebook bei irgendwelchen Seiten an jedem Thema war, ist halt ja diese Aufzählung in irgendwelchen Profilen, was man nicht mag. Ja, ja. Und was gefälligst wegzubleiben hat, nämlich Fette und Asiaten und ungesunde und HIV-Positive und bla, und die können gleich alle wegbleiben, mit denen wir gar nichts zu tun haben. Ja, und die müssen alle maskulin sein und wo ich mir denke, also wenn ich sowas lese, dann ziehe ich schon meine Schlüsse auf den Charakter des Menschen. Dann will ich den schon gar nicht mehr treffen. Ja. Und es gibt aber durchaus andere, für die das eben halt sehr verletzend ist. Ja. Und das finde ich schade. Wenn wir so klischeehaft über Schwule denken oder ein Bild der Gesellschaft irgendwie haben, dann werden natürlich Schwule sofort auch mit Sex und Drogen verbunden. Ist dir das aufgefallen? Ist es tatsächlich so oder ist es halt nur ein Klischee? Ich glaube, es ist zum gewissen Teil schon so. Ja, also auch auf Profilen, wenn man online ist oder sowas, liest man das schon, wie ich oder für mich finde, relativ oft. Eben Party and Play ist okay oder ist welcome oder sonst irgendwas. Oder Champs Friendly. Ja, also ich will gar nicht sagen, dass man früher nicht auch irgendwie was genommen hat. Also als ich dann jünger war, war das eben halt ein Joint, den man mal geraucht hat, ja. Oder es war halt damals, ja, Ecstasy war ganz groß. Also es gab schon, glaube ich, immer diese Partydrogen. Für mich funktioniert es beim Sex nicht, weil dann irgendwie bei mir untenrum nichts passiert. Ja. Insofern kann ich es nicht nehmen, ja, weil dann prinzipiell eigentlich nichts passieren wird, außer dass ich neben jemanden liege und dann vielleicht irgendwann einschlafe. Ja, das ist aber nicht der Sinn des Ja, ist auch schön. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache, ja. Vor allen Dingen vielleicht nicht von dem Gegenüber. Ich glaube, womit es aber zu tun hat, ist viel oder ist eine Entwicklung auch der, weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, eine Versachlichung des Sex, das ist nicht der richtige Ausdruck. Es ist so, dass einige Sex als, fast kann man schon sagen, Leistungssport empfinden. Statussymbol teilweise, ne? Ja, würde ich gar nicht mehr so sagen, aber es ist nicht mehr eine Verbindung von zwei Menschen, die irgendwie geil was zusammen machen wollen, sondern es geht dann in vielen Fällen auch wirklich nur ums Eingemachte, ja, und am besten soll man schon auf allen Vieren warten und die Tür alle angelehnt, ja. Es ist so eine Versachlichung, so dieses Rausnehmen von jeglicher Verbindung, die man eigentlich hat mit dem Menschen zu dem Zeitpunkt, ja. Also es gibt Personen, die sagen, naja gut, also wenn ich meinen Teil in jemand anders reinstecke, ist das doch nicht intim. Mhm. Wo ich sage, wie viel intimer kann man Herden, hallo? Also ich sag mal, es ist ein unterschiedliches Mindset. Ja. Ja. Und es ist nicht mehr,
Also ich sage mal, ein anderes Extrem ist natürlich so die Lehre, man darf nur Sex miteinander haben, wenn man sich auch fortpflanzt, ja. Das ist so das andere Extrem, ja. Und aber das, was ich heute erlebe, ist ja Sex als sportliche Betätigung aus Langeweile. Ja. Ja, und das muss alles ganz klinisch sein, ja. Sie müssen vor allen Dingen müssen alle gespült sein, ja. Und ja, es ist so eine, es ist überhaupt nichts, wie soll ich sagen, Dreckiges mehr dabei. Ja, es ist halt was man tut, ja, und gut ist. Und danach, ja, geht man wieder. Hm. Man unterhält sich nicht großartig. Also eigentlich. Es ist nicht mehr menschlich, oder? Also es ist wirklich nur noch so. So empfinde ich das. Ja, ja, es ist, ja. Es ist wie so eine Maschine. Ja. Ja. Und viel, also das musste ich jetzt auch ein paar Mal schon erleben, gebärt sich da der ein oder andere, als wäre irgendein Pornostar. Wo ich denke, hallo, also ich weiß nicht, wenn jetzt nicht gefilmt, oder wir müssen auch nicht 10.000 verschiedene Positionen ausprobieren, nur damit du mir zeigen kannst, wie gut technisch du das drauf hast. Ja, ich weiß nicht. Meinst du, diese ganzen Apps befördern sowas? Oder Portale würde man ja mehr sagen. Also ja, nur Apps. Ja, gut, das ist, ob so eine App oder im Web ist, will ich gar nicht mehr so weit gehen. Mhm. Ja, also man kann auch über Apps Menschen finden, die Sex anders wahrnehmen. Ja. Oder wo eben ein bisschen mehr zum Sex dazu gehört, als einfach reinkommen, ausziehen, reinstecken, kommen, gehen. Hm. Also vorher noch wieder anziehen natürlich. Ja, anders wäre es auch lustig. Zumindest für die Nachbarn. Ich weiß nicht unbedingt, ob es an den Apps liegt. Ich glaube, es liegt an eher an einer anderen Entwicklung, dass man unverbindlicher miteinander ist. Hm. Man will nicht mehr ja sich jemanden offenbaren oder zeigen, wie man ist. Ja, man hat so ein Bild, ja, das, was man auch vielleicht auf Facebook oder was weiß ich nicht wo überall, Instagram, Twitter, was weiß ich nicht, was da alles noch gibt, ja, darstellt. Und man möchte nicht, dass der andere irgendwie was anderes sieht oder einem zu nahe kommt. Mhm. Ja. Aber gleichzeitig will man es eigentlich doch, es ist so paradox, ja. Und aus diesem Verlangen, eben selbst nichts preiszugeben oder selbst nicht liebenswert zu erscheinen, aber trotzdem geliebt werden zu wollen, ergibt sich halt so diese Versachlichung, ja, dass man ja einfach am besten keine Gefühle zeigt. Hm. Spielen Fetische bei dir eine Rolle? Gar nicht. Gar nicht. Also, ich habe sicherlich einiges ausprobiert. Nicht alles. Es gibt auch einige Sachen, die will ich nicht ausprobieren. Aber ich sag mal so, zum Beispiel das gängigste S&M oder Leder, Toys. Gummi. Gummi. Nee, also mir persönlich bringt es nichts. Mhm. Also ich kann fast sagen, ja, das Leder, was du anhast, das riecht gut. Zieh es jetzt bitte aus. Also mir persönlich bringt das nichts, ja. Nee. Mhm. Ich weiß nicht warum. Also manchmal, wenn ich so unterwegs bin, denke ich immer, also müsste mich ja eigentlich als Mauerblümchen sexuell bezeichnen, weil ich auf so gar nichts Außergewöhnliches stehe. Ja, als Einzige, wo ich sagen würde, das ist ein Fetisch von mir, ist, dass ein Kerl, das habe ich ganz gerne, als wenn er behaart ist. Mhm. Aber ansonsten, nee. Ja, doch, ich sag mal, das Gesicht muss mir gefallen. Das in gesichtslosen Profilzeiten ist, ja, was, kann das ja fast schon ein Fetisch sein. Wenn man es so sehen möchte, ja, stimmt. Ja. Da hat man auch so eine Schwierigkeit. Ja, von mir, also für mich ist das das Wichtigste. Ja. Also, ich kann auch nicht sagen, genau warum, mhm. Ja. Aber wenn mir das Gesicht gefällt, dann ist mir eigentlich, sag ich mal, der Rest egal. Ja, mhm. Also ob der Schwanz groß oder klein ist, ja, oder behaart oder nicht behaart, muskulös, normal, mein gutes, auch für mich
muss ich halt sagen, das sollte irgendwo von der Größe und des Gewichts sollte irgendwie passen, ja, weil ich jetzt aber jemanden, der zum Beispiel übermäßig Bodybuilding betreibt, das ist auch nicht so mein Ding. Mhm. Also auch inzwischen Sixpacks, ja, kriegt man eigentlich an jeder Ecke. Ist also nichts Besonderes, ja, und es, also zum Ansehen finde ich es schön. Sicherlich schaue ich mir gerne trainierten Körper an. Für Sex haben muss nicht unbedingt sein. Wenn ich das Wort maskulin sage, was bedeutet das für dich? Das ist eine gute Frage. Ich muss, während ich jetzt rede, so mal ein bisschen drüber nachdenken, was das eigentlich für mich bedeutet. Ja. Maskulin heißt für mich vielleicht eher markant. Ja, also vielleicht kantig. Also so im Gegensatz von weich, ja. Mhm. Ich, also am liebsten würde ich maskulin oder für mich maskulin definieren als eine liebende Vaterfigur. Okay. Ja, also jemand, der schon ein bisschen Erfahrung hat, der ein bisschen ruhiger ist, also nicht mehr so ausgeflippt wie, ja, ich mit 20, 23, 24 war. Also schon ein bisschen gesetzter, der in sich klar ist und der auch, glaube ich, eine gewisse Art von Beschützerinstinkt hat. Also ja, also vielleicht so eine klassische Vaterfigur, würde ich als maskulin bezeichnen. Und feminin? Feminin würde ich gleichsetzen mit ja weich, emotional. Also emotional in dem Sinne, also als Gegenpart zu dem Maskulin, was dann eher rational ist, eher von, sag ich mal, Gefühlen oder Intuition getrieben und auch darauf vertrauend, ja, ist ja nichts Schlechtes, ja. Auch sehr fürsorglich, gebend, ja, das ist eigentlich so. Und wenn du jetzt in den Spiegel guckst, was siehst du da? Das ist eine gute Frage. Muss man in den Spiegel gucken. Ich würde sagen, Gleichgewicht. Und das finde ich auch ganz gut so. Also sicherlich finde ich, aus rein meinem persönlichen Geschmack her, finde ich, für einen Sexualpartner interessieren mich sehr markante Männer. Ja. Mit Männern, die eher fürsorglich sind oder gebend sind, weich sind, mit denen verstehe ich mich super, aber da wird irgendwas in meiner Körpermitte nicht getriggert. es ist einfach so. Ja. Ja. Das bedeutet aber wiederum nicht, dass ich das überall reinschreiben muss. Wenn du jetzt auswählen könntest, du kennst ja dein ganzes Leben, du hast jetzt 44 Jahre lang gelebt, könntest dein Leben neu starten, würdest du dich für ein Homo-Leben oder ein Hetero-Leben entscheiden? Ein Homo-Leben. Warum? Also viele, viele Schwule, viele Homosexuelle, egal ob jetzt, na gut, queer würde ich jetzt mal ausnehmen, ja, aber schwul oder lesbisch, wir hatten ja vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, versuchen irgendwie schon mit dazugehören, zuzugehören. Ja, also auch eine gewisse Art von Normalität zu leben. Und das finde ich eben gerade das Schöne daran, dass ich schwul, queer, homosexuell, also wie auch immer man es bezeichnen möchte, also dass ich Männer liebe, ja, ist, dass ich von daher schon gleich aus dieser gesellschaftlichen Norm rausgenommen bin. Was für mich viele Wege eröffnet, die ich vielleicht zum Beispiel als Heterosexueller, ja, wo dann am bestimmten Alter natürlich die Frage, ja, warum bist du nicht verheiratet? Was ist mit Frau? Was ist mit Kinder? Hast du ein Haus gebaut? Ja, also diese ganzen gesellschaftlichen Zwänge der Normalität, ja, aus denen man sicherlich auch aussteigen kann, also auch als Heterosexueller. Aber es ist natürlich viel schwieriger. Das besteht für Schwule nicht. Du kannst als Schwule dein Leben so gestalten, wie du es willst, weil es keine Regel gibt, oder zumindest keine gesellschaftliche Regel, wie ein Schwuler sein Leben zu leben hat.
Ja, aber gibt es da nicht so bestimmte Bilder, die auch von der Gesellschaft immer wieder hochgehalten werden? Die Homosexuellen, die sich super anziehen, was, wie wir wissen, halt schon ein sehr großes Klischee ist. Und das ist ja auch so eine Erwartungshaltung, ne? Dass man bestimmte Trends halt aussetzen kann, könnte. Das ist ja doch schon irgendwas, nicht nur bei den Heteros, aber es ist halt eine ganz andere Ecke. Ja, aber ich glaube, das ist gar nicht, oder ich kann jetzt nur für mich sprechen. Sicherlich möchte ich mich gerne auch modisch anziehen. Das war, bevor ich wusste, dass ich schwul bin oder es benennen konnte, wusste ich, dass ich mich auch für Kleidung und Mode interessiere. Ja, aber ich muss dann auch nicht alles mitmachen. Ja, also zum Beispiel diese ganze Skinny Jeans Zeit, die habe ich galant übersprungen. Was ich jetzt ganz schrecklich fand, hängen meine Hosen nicht bis zum Knie irgendwie. Finde ich auch, ja, an dem einen oder anderen finde ich, sieht es cool aus, also sieht es gut aus, aber dass jetzt alle halt dem hinterherrennen müssten und alle müssen da eben diesen Schritt da in der zwischen den Knien hängen haben, ja, das ist aber, glaube ich, eher so. Ja, von dem Wesen, wo ich hier bin, wo ich sage, ja, also Konformität um jeden Preis muss nicht unbedingt sein. Genauso natürlich nicht Nonkonformität, weil das auch eine Art von Konformität ist. Ja. Ja. Jeder bekommt, der zu Gast bei uns ist, eine Aufgabe. Drei Filme, Serien oder Dokumentationen solltest du dir aussuchen, über die wir kurz sprechen. Du hattest dir als erstes was ausgesucht? Ich hatte mir als erstes Sense8 ausgesucht. Worum geht's daran? Das ist ja eine Serie. Das ist eine Serie, genau. Und zwar auch von denen, die Lost gemacht haben. Und die Serie an sich, da geht es eigentlich um die Verbindung zwischen Menschen. Und zwar um eine wundersame Verbindung, die man jetzt so nicht hat, nicht über, ich will fast sagen, ja, Telepathie. Ja, ist am besten, glaube ich, umschrieben. Die sind die Menschen, um die es da geht. Die sind ganz verschieden. Der eine kommt aus Deutschland, der andere aus Indien. Dann aus den USA kommen zwei. Dann gibt es einen, der kommt aus Südamerika. Also irgendwie ist einer aus Afrika. Also ist von jedem, einer aus Asien, ist von jedem Kontinent irgendwo jemand mit dabei. Und es geht darum, dass die quasi letzten Endes irgendwie verbunden sind. Das heißt, die können fühlen, spüren und auch sehen, was der andere gerade macht. Und aus irgendwelchen Gründen werden die eben gejagt. Ja, es gibt bisher nur eine Staffel, also da ist das noch nicht so ganz rausgekommen, warum das so ist, dass sie verbunden sind. Ja. Es ergeben sich aber für mich einfach sehr schöne Szenen daraus, weil vollkommen unterschiedliche Menschen plötzlich zusammenkommen und sich kennenlernen oder ja auf eine bestimmte Art und Weise auch kennenlernen müssen, ja, weil sie eben halt nicht raus können aus dieser Situation. Ja. Sie sind nun mal verbunden und es gibt da eben ja, zum einen der eine, der es ist ein schwuler Schauspieler, der aber nicht geoutet ist. Ja. Das andere ist ein Transgender, ein M2F, die sehr politisch engagiert ist. Dann gibt es ja eine aus Indien, die sehr religiös ist. Also sie haben alle irgendwie verschiedene Qualitäten. Und ich glaube, so alle zusammen bieten die eben oder machen die einen Organismus irgendwie aus. Und das, was zwischen denen passiert, was sie miteinander oder füreinander machen oder erleben, das finde ich ganz interessant. Das ist so ein bisschen spannend natürlich auch verpackt. Und das Ganze lebt davon, dass man nicht genau weiß, warum das eigentlich so ist und was mit denen alles so passiert. Ich finde aber, es ist sehr berührend. Ja, also die Serie, die greift auch Themen auf. Ja, wo ich sage, die berühren mich. Es geht auf eine ganz andere Ebene als andere Serien. Ja, es ist sehr tiefgreifend und ich konnte eigentlich nicht genug davon bekommen. Ja, weil es auch sehr liebevoll erzählt ist. Ja, und alle Charaktere,
gut, manchmal möchte man den einen oder anderen an die Wand klatschen, wo man denkt, ah, warum hast du nicht das gemacht, ja, oder warum hast du das so gemacht, aber man gewinnt sie irgendwie lieb, ja, und man, oder bei mir ist es zumindest so, man lernt irgendwie, als wären das wirklich, die Persönlichkeiten sind so gut ausgearbeitet, als wären das wirklich Personen, oder ja, in dem Sinne auch Personen, ja, halt fiktive Personen, aber die sind so gut ausgearbeitet, als würde man die Leute mit jeder Episode immer ein Stück mehr kennenlernen. Wie ja, Shrek sagt in dem Zeichentrickfilm, in einem Animationsfilm, Oger sind wie Zwiebeln. Ja, und also auch so pellt sich immer irgendwie eine Schale nach der anderen, pellt sich ab und dann erreicht immer tieferen Einblick, ohne aber, dass es voyeuristisch ist. Ja. Also die schaffen das so, einen einzubinden, dass man quasi eigentlich Teil dieser Welt ist. Und das fand ich wahnsinnig toll. Was ganz interessant ist, denn die Personen, die das Drehbuch, Regie, Idee und die Produktion geschrieben haben, unter anderem, sind ja die Wachowski-Geschwister. Genau. Nicht mehr Brüder inzwischen. Genau, nicht mehr Brüder, weil sie jetzt mittlerweile sich dazu bekannt haben, Transfrauen zu sein. Also die haben sich ja jetzt angleichen lassen. Mhm. Was halt auch sehr interessant ist, weil man halt auch erst über Jahre hinweg dann so diese Entwicklung mitbekommen hat. Und die Serie ist ja auch, wie du schon sagtest, jede Folge kriegst du so ein kleines Stückchen mehr hingeworfen. Am Anfang ist es so chaotisch und langsam sortiert es sich dann. Ich glaube, irgendwie, wenn man die ersten Folgen guckt, also so ging es mir zumindest, dachte ich mir so, was, wieso, worum geht's denn hier eigentlich, Hilfe, und man guckt aber trotzdem weiter und dann wird es langsam geordnet und dann gibt es wirklich sehr viele mutige Geschichten, die erzählt werden und auch Situationen und Sequenzen, die auch total schön realisiert worden sind, die es so bisher, glaube ich, auch gar nicht so im normalen Fernsehen gab, fand ich, also muss ich auch sagen, also hat mich auch sehr berührt. Das ist auch wirklich eine tolle, tolle Serie. Also muss man definitiv mal gesehen haben. Ja. Ja, also am schönsten fand ich, als eben der Schwule und die Transgender quasi in so einem, ich würde mal sagen, virtuellen Realität ja zusammen in dem Museum gesessen haben. Mhm. Und ich fand das so toll, wie sie aus ihrem Schmerz letztendlich ihm aus seinem Schmerz herausgeholfen hat. Ja. Ja? Oder auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat, was er eigentlich wegwirft, wenn er seinen Partner gehen lässt. Ja. Ja. Und ich finde, es sind ganz intensive Momente, die irgendwo, glaube ich, jeden Menschen, ich glaube insbesondere auch schwule Lesben und Transgender ansprechen, weil die auf einer ganz anderen emotionalen Ebene sind als Heterosexuelle. Also ich will das jetzt nicht generell absprechen, ja, aber ich glaube, die sind ein bisschen empfänglicher für sowas. Mhm. Ja, das kann natürlich sein. Ja, gut. Das war Sense8 als erste Auswahl. Was hast du dir als zweites ausgesucht? Als zweites habe ich mir ausgesucht, das war ein Film, also ursprünglich ist es ja ein Theaterstück, das verfilmt wurde, ist das Kuckucksei. Und da geht es ja prinzipiell eigentlich um, ja, eine Person steht da letztendlich im Mittelpunkt und das ist eben, ja, sag ich mal, ein Drag-Performer, der irgendwie schon sehr, ich würde mal sagen, abgeklärt war und dann doch nochmal irgendwie auf Irrung und Wirrung jemanden findet, in den er sich wahnsinnig verliebt. Und da geht es viel um Themen wie auch Ablehnung, ja, Coming Out, ja, also der Charakter, der Hauptcharakter kämpft halt auch mit der Akzeptanz seiner Mutter. Auf der einen Seite will er sich selber behaupten, ja, und sagt, es ist ihm eigentlich alles egal, aber es ist ihm doch nicht eigentlich alles egal, weil er möchte eigentlich schon von ihr akzeptiert werden. Yeah. Und genauso geht es ihr eben auch, ja, sie findet das scheiße, aber irgendwie möchte sie, also wollen beide irgendwie eine Brücke bauen und ja, es klappt, beziehungsweise es klappt nicht so richtig und also es sind
Das Schöne daran finde ich einfach, dass es das Leben eines Schwulen, glaube ich, schon sehr realitätsnah darstellt, aber ohne, was ich sehr schade finde bei vielen schwulen Filmen, ist immer so ein Riesendrama mit dabei. Ja. Also entweder muss einer sterben oder muss verprügelt werden. Ich meine, gut, da wird. Naja, das ist gut, ja da, schon sehr dramatisch. Ja, auch letzten Endes, ja. Also geht dann mit dem Thema Tod, geht es ja da auch drum herum. Aber die sind immer so super oberdramatisch. Ja. Und am besten ganz viele Probleme. Also ich habe immer so Streitgespräche mit meinem Freund, wo ich sage, ich hasse das. Ja. Natürlich sollte man darauf hinweisen, dass es eben auch heute noch so ist, dass Schwule verfolgt werden oder dass sie nicht so leben können wie jeder andere Mensch. Ja. Aber das dann so zu verpassen, also ich sage, wenn ich nicht schwul wäre und ich würde mir so einen Film angucken, da würde ich denken, mein Gott, was die Schwulen, die sind so arm. Ja. Und es ist ja nicht so. Also zum schwulen Leben gehört sicherlich auch bei dem einen oder anderen mehr oder weniger Leid, aber es gehört genauso gut Freude mit dazu, ja. Also wir sind nicht, die Schwulen sind nicht alle super oberdepressiv und haben irgendwie nur Liebesbeziehungen, die irgendwie sich anhören, als hätte Shakespeare sie geschrieben. Ja, ich finde das ganz schrecklich, ja, immer so auf diesem Negativen rumzureiten. Ja. Und das finde ich eben da sehr schön. Also es stellt Licht- und Schattenseiten dar, aber es verfällt eben nicht in dieses Lamentierende. Man fällt dann auch nicht wirklich in so ein Loch, also obwohl wirklich so viel Dramatisches in diesem Film auftaucht. Du bist ja die ganze Zeit so eine Berg- und Talfahrt und denkst so, wann ist dieser Film zu Ende? Wohin wollen die hinaus? Und dann am Ende bist du dann zwar, es ist zwar kein positives Ende, das kann man ja schon mal verraten, aber es ist auch kein negatives Ende. Ja. Es ist ein Ende. Ja. Und das ist schon faszinierend, vor allem auch dieser ganze Charakter, dieser Arnold, der diese Stimme, die auch so unfassbar abgeklärt erklärt, wie kacke es einfach sein kann, verliebt zu sein. Ja. Und wie schön es auch sein kann. Ja. Ja. Ja, ist ein fantastischer Film. Dann kommen wir jetzt zum dritten und letzten Film. Da habe ich mir ausgewählt, Jeffrey. It's genau. Just. Weil, also prinzipiell geht es eben um Jeffrey, wie der Titel schon sagt, der aus einer kleinen amerikanischen Stadt nach, ich müsste jetzt lügen, wenn ich behaupte, ich wüsste, wie es in welcher Stadt das spielt, ich erinnere mich einfach nicht, aber in eine amerikanische Großstadt kommt und dort irgendwie das schwule Leben aus dem Vollen schöpft. Mhm. Ja. Also alles Mögliche mitmachen will und auf der anderen Seite, also es ist halt auch so diese, sag ich mal, Bipolarität, ja, auf der einen Seite, schwul sein heißt Partyleben, auf der anderen Seite, ja gut, aber nicht ganz, weil ich will ja eigentlich auch einen Partner haben, ja, und wie bringe ich das irgendwie beides unter einen Hut, ja, und da geht es eben zum einen in so einem erstmals Nebenthema, was aber sehr schnell zum Hauptthema wird, eben auch, wie geht man damit um, wenn jemand, den man kennenlernt, eben HIV-positiv ist? Und wie geht man damit um, wenn jemand daran stirbt? Ja. Und ich finde das eben so schön, weil, wie gesagt, ohne das ins Lächerliche zu ziehen, doch der ganze Film sehr witzig ist. Ja. Vor allen Dingen, also mein All-Time-Favorite ist eben halt Patrick Stewart. Ja, also nachdem ich Jeffrey gesehen habe, konnte ich Star Trek nicht mehr sehen, ohne daran zu denken, ja, wie der das gespielt hat. Ja. Und der aber so oberflächlich der Charakter auch erscheint, ja, letzten Endes immer wieder durchblicken lässt, dass er doch letzten Endes viel mehr weiß oder viel mehr Weisheit hat als eben Jeffrey selber. Der meint, er hätte hier die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und der eben auch, wenn er sich dafür entscheidet, nicht traurig zu sein, trotzdem den Schmerz zulassen kann. Ja. Aber man ist eben nicht das, was man fühlt. Oder man muss nicht das sein, was man fühlt. Ja? Man Schmerz empfindet,
kann man den empfinden, aber man kann trotzdem auch lustig sein oder sich über bestimmte Dinge lustig machen. Man kann aber durchaus auch zeigen, dass man ihn verspürt. Ja. Ja, die ist auch eine unfassbar schöne Besetzung. Also das sind hochkarätige Schauspieler eigentlich, ne? Schon, ja. Wie du es schon gesagt hast, Patrick Stewart, Sigourney Weaver, Nathan ja. Lane ist dabei. Also das sind, ja. Ich weiß nicht, also wenn die jetzt so einen Film drehen würden, das wäre irgendwie schon ja, ein Highlight. Ne? Auch ich sehe gerade hier Victor Garber, der auch in unfassbar vielen Serien und Filmen mitgespielt hat, dass, ja, dass dieser Film halt so schwer zu bekommen ist, ist nicht so richtig ärgerlich eigentlich. Ja. Ich hatte mir den Film ja auch angeschaut. Mhm. Ich fand ihn, genauso wie du schon sagst, sehr interessant, sehr lustig und aber auf einer Seite auch irgendwie total anstrengend. Ich kann aber auch nicht sagen, warum. Es gibt ja diese Szene, wo dann halt auch der Hauptprotagonist dann auch verprügelt wird auf der Straße. Mhm. Was mich auch, dann kommt ja, glaube ich, auch jemand zur Hilfe und also das sind so viele Themen, die da... Der Mutter Teresa kommt immer zu Hilfe. Ja. Das sind so absurde Sequenzen. Also wenn man sich nicht auch... Also ich gucke ja häufig Filme so nebenbei. Und wenn du dir solche Filme nebenbei anschaust, dann bleibst du manchmal echt hängen und denkst so, habe ich jetzt irgendetwas verpasst? Spulst zurück und denkst so, warum kommt denn das jetzt? Er ist sehr schnelllebig, er ist sehr chaotisch und er lebt halt auch von diesen Zwischenszenen, ja, also was man jetzt ja heute eher kennt, auch zum Beispiel bei einer Comedy, wenn ich daran denke, an Modern Family, ja. Wo man zwischendurch dann eingeblendet wird, dass die so da sitzen und erzählen zu der Situation, die gerade passiert ist. Und da ist es ja wirklich so, dass wird alles andere angehalten, ja, und der Darsteller, der eben da gemeint ist in der Szene, der erklärt dann eben ganz kurz irgendwas, ja, oder es gibt irgendeine Situation, die sich eigentlich nur im Kopf normalerweise abspielt, ja, die dann ausgelebt wird, was ich aber finde, das trägt dazu bei, ja, weil es eben halt nicht so ist, dass sich jeder seinen Teil denken muss, ja, oder dass es irgendwie in dem Sinne in eine Situation inkorporiert werden muss, in die es jetzt so gar nicht passt, ja, sondern da wird Raum gemacht, eben auch, wie er sich eben dann eben vorstellt, ja, so, hi, I'm Jeff, ja, und dann hält ja alles an, ja, und im Grunde genommen schütteln die sich eigentlich noch die Hand, ja, aber man sieht halt einfach dann Jeffrey, was in seinem Gehirn abläuft, ja, wo er sich also die Finger in den Mund schiebt, ja, und so, ja, und das finde ich einfach, finde ich witzig. Ja, es war damals ganz neu, dass man sowas überhaupt gemacht hat. Und finde ich eigentlich ganz schön. Es macht aber den Film natürlich relativ chaotisch. Ja, ja und teilweise auch so, der schrammt so am Trash vorbei, ne? Ja, schon. Und das ist, glaube ich, halt so das Problem. Und glaube ich, auch deswegen ist dieser Film halt auch so mehr oder weniger unbekannt bei den meisten. Es gibt ja so schwule Filme, die halt auch so einige, so jeder zweite Hetero auch schon mal zumindest mal gehört oder gesehen hat. Und Jeffrey ist ein Film, also da muss man sich schon tatsächlich ein bisschen auseinandersetzen mit dem schwulen Kino, mit den Schwulen allgemein und mit der ganzen Gesellschaft. Und wenn man jetzt eventuell Star Trek-Fan ist, hat man Patrick Stewart schon mal irgendwie verfolgt und dann kommt man vielleicht mal auf den Film, aber ansonsten geht er leider sehr, sehr schnell unter. Nee, ist aber ein großartiger Film. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast, sonst hätte ich den wahrscheinlich verpasst. Ja, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Meine letzte Frage, gibt es eine Frage, die ich dir stellen hätte sollen, die ich dir nicht gestellt habe? Immer diese einfachen Fragen, ich weiß. Genau, ja. Du bist ans Ende gewartet, um mich total sprachlos zu machen. Na, mir würde jetzt nichts einfallen. Ja, dann ist wohl alles gesagt. Vielen Dank, dass du dabei warst, Wolf. Ja, ich bedanke mich. Vielen Dank für deine Offenheit und für alle, die uns jetzt gerade zuhören und auch Lust haben, mit mir zu reden. Schreibt mir podcast@mainzgas.de oder über Twitter findet ihr mich oder Facebook. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.